Hey Cora, hey, du Sportskanone, eigentlich bist du ja Hirnforscherin. Sag mal, was sind die Effekte von Bewegung auf die Hirnfitness? Ja, das ist mega spannend. Also beim Sport werden natürlich mega viele Moleküle freigesetzt von den Muskeln und die gehen eben dann auch ins Hirn und fördern da zum Beispiel die Bildung von neuen Hirnzellen in gewissen Hirnregionen. Wow. Also Menschen, die Sport machen, die haben da tatsächlich ein größeres Hirnvolumen. Wer möchte das schon nicht? Diese Neurogenese, also Geburt von neuen Neuronen im Kopf anregen und das Volumen vergrößern. Also hier sollten wir, glaube ich, alle interessiert sein daran. Und spannend ist ja auch, wir setzen so wie eine körpereigene Apotheke frei im Blut, die so durch die Hirnschranke auch ins Hirn hochgeht und die Stimmung erhöht. Ja, absolut. Also es ist auch ganz klar, dass Bewegung zum Beispiel bei Depressionen helfen kann. Wow, also ich sehe schon, dieser englische Spruch hat wirklich viel auf sich, nämlich as your body moves, your brain grooves. Absolut. Was ist denn eure Lieblingssportart? Und wie erlebt ihr diesen Effekt von Bewegung auf die kognitive, mentale Fitness, aber auch auf das Wohlergehen? 1, 2, 3, 4, 51, 52, 53.